Wir sind am Gardasee und Illo will Busengrapschen. Ihr habt genau richtig gehört. Was da los ist, das erfahrt ihr in dem Video. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hier startet unser Tag heute. Die Sonne strahlt schön das Wasser an. Es kommt eine leichte babyblaue Verfärbung kommt auf. Ja, ich schlinge mich unter den Blättern her. Schaut mal da draußen. Wir haben einen Held geboren. Er geht raus ins Wasser. Er ist der Einzige hier am Gardasee, der sich traut, ins Wasser zu gehen. Und ich habe gestern noch so salopp gesagt, ich gehe auch. Und Mops sagte noch ganz, ganz cool. Ja, dann filme ich dich. Und... Hat der Junge einen Arsch in der Hose? Wo ist er? Hier auf dem Fahrrad versteckt er sich. Genau so ist es. Aber er da draußen, er kann sich brüsten. Gestern noch in Lazis den schönen Sonnenuntergang mitgenommen. Und heute geht's nach Peschiera del Garda. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Klar, hier kann man sich ein Jetski leihen. Kann man mal auf Tour sein. Vielleicht auch ein Bötchen. Ah, die Sonne liegt mit 24 Grad. Angenehm auf der Haut. Ich habe T-Shirt, kurze Hose. Ups, ist noch ein bisschen länger gekleidet. Ja, hier wird schön morgens ein Kaffee getrunken. Ja, oder ich sehe gerade auch ein Bierchen, kann man sich auch gönnen. Und schauen wir mal raus. Und dort hinten sehen wir auch ja, die Landzunge, Stadtzunge, wie kann man das nennen, Miss Simeone? Ich weiß es nicht genau. Aber den einen oder anderen, den lädt es natürlich ein, hier mal die Angel rauszuhalten. Mal gucken, fängt man was nicht. Und ich muss eigentlich sagen, so das Wasser allgemein erinnert mich doch schon ein bisschen an Balaton, wo wir in Ungarn waren. Da war es auch irgendwie erhellt. Aber ich weiß noch, selbst im hohen Sommer war es wirklich kalt. Also ich versuche mich hier gerade eben noch mal rauszureden, warum ich jetzt nicht im Wasser bin. Aber das kann ich auch einfach mal machen, oder? Wer von euch würde jetzt reingehen, wenn niemand reingeht? Da geht ja echt der Nächste ins Wasser. Das kann doch gar nicht sein jetzt. Warum fahren wir an der Küste lang und ich muss mir das angucken? Und hinterher noch ja, vom Mops dann sagen lassen, hey, du bist dann doch nicht reingegangen. Aber, hey, wir sind ja noch öfters jetzt hier unterwegs in Italien. Und von da aus, also ich denke mal, ich gehe auf jeden Fall noch rein. Oh, ich kann es ja heute auf die Zeit schieben, weil wir müssen ja heute los. Ist ja Ende und ja deswegen. Und ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was hier los ist, wenn hier was los ist. Ja, auch bei solchen Bootaktionen ist schon mal was schiefgegangen. Man kennt es von YouTube oder sowas. Aber heute... Heute ist alles gut. Das Schiff ist gut rausgeholt. Ja, der Winter kommt. Auch sein Bötchen bringt man jetzt ins Trockene. Vielleicht nochmal von unten neu aufbereiten für den nächsten Sommer. Es tut eigentlich schon ein bisschen weh, das alles so mitzuerleben, dass jetzt der Sommer so vorbei ist. Aber vielleicht ist er ja gar nicht vorbei. Vielleicht haben wir noch von diesen Tagen einige Tage. Und wenn ich jetzt auf den Wetterbericht schaue, die nächsten Tage könnten goldig sein und unser Plan ist geschmiedet. Ich freue mich schon. Original italienische Pizza, die können wir uns natürlich hier nicht nehmen lassen. Wir sind die ganze Zeit schon heiß drauf und haben gesagt, das machen wir jetzt und haben uns hier an so einem süßen Restaurant an der Seite hier ein schönes Plätzchen in der Sonne gesucht und futtern jetzt einfach mal los. Und dann haben wir hier noch irgendwie so Brote mit
mit Kräuterbutter bestellt oder Knoblauchbutter. Und wir haben jetzt einen Riesenhunger und die Pizza sieht zumindest schon mal sehr, sehr lecker aus. Also, ich wollte euch noch mal ganz kurz zeigen, wo war jetzt diese Pizzeria. Hier hinten ist diese Statue. Und genau, das hier ist die Pizzeria. Also, ich habe selten so eine gute Pizza gegessen. Ich habe gerade schon zum Mops gesagt, wahrscheinlich gibt es hier nur so leckere Pizza in Italia. Wir sind bereit für neue Abenteuer. Verlassen diesen wirklich schönen Platz. Ich mache noch mal Grauwasser, Schwarzwasser, mache ich alles leer und dann geht's weiter. Oh. So sieht ein Mittagstief von mir aus, Leute. Ja, ohne Mittagsschlaf heute. 16.27 Uhr. Ich mache ja keinen Mittagsschlaf. Der Kleine macht Mittagsschlaf, aber das ist heute entfallen. Aber ich bin gestern auch spät ins Bett und dann heute früh wieder früh wach. Also für uns ist früh wach 8 Uhr quasi. Und so lange schläft der Kleine auf jeden Fall 8:15, 9:00, ne? Was soll ich sagen? Ja, auf jeden Fall ist jetzt gerade so mein Mittagstief. Boah, ich bin so vollgefressen von der Pizza, aber sie war wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Der Teig, der Rand, es war alles vom Feinsten. Ja, wir sind jetzt hier wieder auf der Bahn. Ja, ich wollte noch gesagt haben, wir haben jetzt ja den Campingplatz verlassen. Der ist natürlich auch super gelegen für den einen oder anderen. Ne? Der Gardasee, der lädt ja natürlich ein zum Wassersport, zum Baden, zum allen Möglichen. Und direkt daneben ist dann, haben wir gesehen, Gardaland gewesen, Movieland und quasi Lego. Noch Lego, so ein Lego-Aquapark auch noch gewesen. Also auch Freizeitaktivitäten, die man natürlich wahrnehmen kann. Wir haben es jetzt nicht wahrgenommen, wir waren ja jetzt wirklich in letzter Zeit viel im Freizeitparks und es ist ja auch einfach teuer, das müssen wir dazu einfach auch mal gestehen. Ne? So ist es einfach, wir waren ja zuletzt auch im Moviepark gewesen, als wir jetzt noch in Deutschland waren. Davor waren wir, weiß ich nicht, ja, auf Öland gewesen. Auf jeden auf Fall. Auf Öland waren wir gewesen, also wir sind ja wirklich der immer, deswegen haben wir gesagt, wir hatten erst überlegt, haben gesagt, nee komm, den lassen wir, weil... das sah jetzt auf dem Prospekt, also ich hatte mal auf dem Prospekt geguckt, das sah jetzt nicht so aus, als wenn viel für Kleinkinder ist. Und ja, und dann müssen wir ja wieder jeweils alleine fahren und so, ne? Wo wir halt im Moviepark waren mit Sarah, das war halt cool, dann ist immer einer mit den Kleinen geblieben und dann konnte man zu zweit halt in so Achterbahn, gerade wenn man die nicht kennt oder so. Ich habe dann gerne immer so einen Spannmann bei mir, wenn ich ehrlich bin. Also ich gehe ja wirklich gerne und eigentlich fast überall drauf, ne? Klar, ich muss mich auch überwinden, aber so alleine bin ich fühle mich wohler, wenn ich ja jemanden habe, mit dem ich meine Angst teilen kann. Ne? Der hat dann auch Angst und man kann sich dann so gegenseitig so ein bisschen kirre machen und alles Mögliche. Ja, wie auch immer. Ja, Mops, Gardasee, der größte See in Italien. Wir verlassen ihn jetzt. Geht's jetzt zu Julia? Hä? Nee. Also nach, darf ich nicht? Nach Verona geht's nicht. So. Also ich lasse den Illo hier nicht an fremden Busen von irgendwelchen Skulpturen grapschen. Zudem haben alle möglichen da schon hingegrapscht. Der Busen ist wohl schon abgegrapscht von der Julia. So habe ich gelesen. Und also so geht's nicht. Da wird der Illo dann nicht nochmal anpacken oder ich auch nicht. Wir wollen sowas Abgegrapschtes, wollen wir nicht. Nein, also jetzt Spaß beiseite. Natürlich kann man es machen, kann man nicht machen. Ich weiß nicht, Romeo, Julia, ja okay, ich stehe eher auf Dirty Dancing, also wenn das jetzt, wir werden jetzt hier in Havanna, Kuba, Havanna und da wäre Dirty Dancing gedreht worden, hätte ich da hingemusst, keine Frage, aber Romeo und Julia reizt mich jetzt persönlich nicht so und wie gesagt, der abgegrapschte Busen, den brauche ich jetzt auch nicht, wie auch immer, muss ja jeder selbst entscheiden, wir hatten es aber erst vor, aber dann haben wir gesagt, nee, lass mal. Abgesagt, ja. Genau. Wir fahren jetzt einfach hier. Wir haben andere Pläne. Wir haben eine große Fahrt jetzt. Zwei Stunden fahren wir jetzt. Also jetzt könnt ihr mal überlegen. Westen, Süden, Osten. Genau. Wo geht's hin? Das werdet ihr dann sehen. Was heißt große Fahrt? Also 2 Stunden ist ja chillig. Ja, das ist ne? Okay. Das ist ja noch in Ordnung. Das ist ja wirklich angenehm. Das ist auch für mich angenehm. Und ach so, was ich auch noch zum Campingplatz sagen wollte, das hatte ich ja vorher gar nicht selbst gesehen. Da sind ja mehrere Sanitäranlagen, was ich gerade auch sehr... positiv fand, da gibt es ein Bad für kleine Kinder. Also da gibt es wirklich Kindertoiletten, ja, hast du schon gezeigt. Ja, aber ich habe es halt nicht gesehen, deswegen hatte ich es halt auch so. Nicht so auf dem Schirm gehabt. Wirklich Kindertoiletten, wie so im Kindergarten auf niedrige Höhe und so. Und das ist natürlich, finde ich, auch sehr, sehr kinderfreundlich. Ne? Also
man kennt es ja selber, oder ich kann mich auch noch daran erinnern, wo ich ein kleiner Drops war, da irgendwie auf der Toilette, man fliegt da halb rein, ne, weil die viel zu groß sind und so. Und ist doch schön, wenn auch die Kinder da, wenn das berücksichtigt wird, weil die wollen ja natürlich, die wollen ja auch Familien dort einladen. Ne? Das ist ein Campingplatz, ein familienfreundlicher Campingplatz. Und dann finde ich es gut, wenn man auch mal auf die kleinen Gäste eingeht und versucht, es denen auch so angenehm wie möglich zu machen und nicht immer nur den Erwachsenen, weil die Erwachsenen sind schon diejenigen, die entscheiden, ach, wir machen jetzt dann da Urlaub und hier und da und jenes. Ne? Und wenn da so Besonderheiten für Kinder sind, ist es doch auch einfach mal schön. Elo, was machst du denn da? Also, guckt mal, Leute. Da hat der Herr vergessen, es da dran zu machen, wieder nach der Fahrradtour. Wir fahren gerade durch die Gegend. Und er so, oh shit, guck mal, was wir vergessen haben. Jo, aber Elo, ich muss dich loben. Diesmal machst du es richtig rum. Eieieiei. Oh, oh, oh. Wird hier wieder separat abkassiert. Warum kommt sowas auf einer Autobahn? Auf welcher Autobahn sind wir gerade eben? E55, A23, A27. Die Maut 1 Box, die macht ihren Job. Wir fahren hier durch. Ja, mittlerweile fährt unser Co-Pilot. Der macht das ganz fleißig. Easy, peace. Wir sind gleich da. Hier gibt es dann doch mal einen Einblick, wo es weitergeht. Wir stehen direkt hier am Meer. Ihr seht den Mond hinten, wie er auf das Wasser trifft. Ich mache hier meine Runde, habe hier gerade eben eine sehr, sehr gute Nachricht erfahren. Die möchte ich euch morgen sagen. Danke fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter hier um 18 Uhr bei Elo und Mops. Ciao.